Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Ja, das Band läuft. Ich bin sehr stolz und ich weiß genau, mein Stadtteil hier, Duisburg-Bissingheim auch, Kai Pflaume ist hier. Hallo Kai. Markus, vielen Dank. Wir hatten schon viele Knaller hier, aber... aber noch keine Pflaume. Aber noch keine Pflaume. Wir hatten gerade den Unterschied zwischen Covid und Corona rausgefunden. Und das möchte ich nochmal loswerden. Tatsächlich, nur Assis kriegen Corona. Die Gepflegten haben Covid. Ne? Ja, aber wir haben es ja beide noch gar nicht gehabt, haben wir gerade festgestellt. Noch niemals 19. Nee, Corona hat auch seinen Stolz. Ja, im Endeffekt schon. Aber man kann nicht trinken. Ja. Nee, das stimmt. Apropos trinken. Danke, vielen Dank, Julia. Vielen Dank. Ein Riesenapplaus für Julia. Es gibt Wörter wie Regisseur, die ich nicht aussprechen kann. Was sagst du denn, wenn du hier anstößt? Stößchen? Nee, ich sag Prost. 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 Stößchen, echt? Ist es soweit? Bleiben wir echt länger? Es kommt ja immer drauf an, worauf es hinausläuft. Ja. Du weißt, es ist ein Podcast, ja? Ja. Und kein Podcast. Aber weißt du, was ich mich eben gefragt habe, wo ich hierher gekommen bin? Ja. Warum heißt die Kneipe eigentlich zum Hohecker? Ja, ja, ja. Ja, weil die Eltenstraße hier drumherum ist. Ja, ja, vielleicht auch. Ja. Meine Eltern haben hier gewohnt. Weißt du, dass mein Vater heute, wo ist er? Da ist er, wegen dir hier ist? Ja? Ja. Weil er wollte mal sehen, ob du auch kommst. Der hat auch genug Kummer. Ja. Er hat auch genug Kummer. Nein, er hat nur gesagt, so, er guckt ja die Sendung immer, die du bestimmt auch moderierst. Mhm. Ich war gerne dabei und gewinne aber nur mit dem Hohecker. Ja. Also es ist ja immer so, das muss man vielleicht mal erklären. Ja. Wir fragen unsere Gäste ja manchmal vorher, hast du eine Präferenz, wenn du zu uns, wer weiß denn sowas kommst? Ja, möchtest du lieber mit dem Hohecker oder möchtest du lieber mit Elton spielen? Und die Schiss haben, die wollen immer alle mit dem Hohecker spielen. Weil die immer denken, der Hohecker hat ja das Internet auswendig gelernt und... weißt du, was der Hohecker macht? Was denn? Er redet drumherum. Und redet so lange drumherum, bis du genau weißt, alles klar, ich habe den Punkt erreicht. Ich kann jetzt sagen, so, pass auf, dein Sternzeichen. Ich, wie immer, es ist wirklich so, ich bereite mich nie vor. Aha. So. Aber und dann mein so, Sternzeichen weißt ja, du. Ja, pass auf, und dann gehe ich jetzt von dir so und dann... denke ich so, der kann natürlich ist ein bisschen Fische, Stier ne, oder ist Löwe oder ist Jungfrau. Löwe? Löwe, war richtig. Weder noch. Eigentlich ist es Wassermann. Du bist Krebs wahrscheinlich. Löwe. Du bist Löwe? Ja, aber 3 Tage nach Krebs. Okay. Ja, ich warum kannst du das denn besser? Ich bin Zwilling. Mein Vater auch. Ja? Aber Mai, du ja, Juni. Mai. Mai kommt mit alle. Welche waren am Mai? 27. Mai, ich auch! Und man glaubt, das wäre abgesprochen. Es ist nicht abgesprochen. Absolut. Deswegen. Ja? Padre. Ja, alles klar. Unglaublich. Jetzt wissen wir, wer hier ist. Jetzt müssen wir 2 Geschenke kaufen. Ja? Meine Fresse. Ja. Aber eins ist klar, ne? Du hast nie wieder eine Ausrede, meinen Geburtstag zu vergessen. Es ist tatsächlich so. Ich lerne in letzter Zeit viel dazu, wann Leute Geburtstag haben, weil ich damit irgendwas verbinde. Ja. Aber wie alt ist der Papa jetzt? Jetzt von 45, du bist 77? 77. Weil ich habe gerade überlegt, ob wir mal irgendeinen Runden zusammenlegen können, weißt du so. In 3 Jahren, wenn du da von Haus aus... Nee, da hab ich aber keinen Runden. Die Quersumme, was hast, wie alt bist du? 55. Echt? Dann siehst du so aus, du Arsch. Gott, wie hältst du dich denn so fit? Ja, weiß ich. Gehst du auf eine Sonnenbank oder hast du einen, den du kennst, der auf eine Sonnenbank geht? Ich glaube, das ist eher umgekehrt. Also, ich glaube, die Sonnenbank geht auf dich. Ja, ich weiß schon, warum ich am Ende des Tages kommen wollte. Ja. Nein, aber es ist ja wirklich so, also da hätte ich dich drauf tatsächlich nicht jetzt geschätzt. Ich hätte gesagt Mitte 40, Ende 40. Also dachte, du bist immer noch bei der Sonnenbank. Ja. Ja. Also ich habe eine schöne, ich musste eine schöne Sonnenbankgeschichte erzählen. Es gab Zeiten in meinem Leben, da bin ich ab und an mal auf die Sonnenbank gegangen. Es gab vor allen Dingen aber auch Zeiten in meinem Leben, da bin ich, ich habe früher in der Bank gearbeitet, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ne? Ich habe, Banker, gesagt. Ne? Banker Frankfurt und so. Und ich habe dann zu bestimmten Zeiten, also auch während der Ausbildung, schon nebenberuflich gearbeitet, habe mir da ein bisschen was dazu verdient.
Und da war ich oft nachts unterwegs, habe auch so kleine Moderationen schon gemacht. Und dann war ich oft tagsüber, wo ich meine eigentliche Arbeit gemacht habe, so müde, ja, dass ich mir irgendwann überlegt habe, wo kann ich denn mittags mal kurz pennen? Und dann bin ich ins Sonnenstudio gefahren. Weißt du, was die absolute Ekstase ist? Wenn du dich auf die Sonnenbank legst und, sie gar nicht mehr anmachst. Ja. Ja? Einfach nur. Genau so habe ich gedacht, ja, da lege ich mich einfach nur dahin. Ja, genau. Ja, und genau so war das. Ja. Ich bin eine halbe, die Leute haben sich immer gedacht, was macht der da? Ne? Ja. Eine halbe Stunde drück Sonnenbank. Drück den Fünfer in der Hand nicht, genau, da rein, weißt du? Ja. Komm da raus, kreidebleich. Ich hab, ne? Wie macht der das? Ne? Ich habe eine Sonnenbank zu Hause. Ja, wirklich. Und man sieht mir das nicht an. Die ist neben der Sauna, die sieht man mir auch nicht an. Ja, stimmt. Ja. Und ich habe jetzt wirklich nur überlegt, den Lieferanten der Sonnenbank zu fragen, ob die Röhren Verfalldatum haben. Heißt also nicht nur Stunden, sondern auch Zeit. Mhm. Also wenn du nie anmachst. Ja, dass du 4 Jahre, Jackie geht manchmal drauf, aber ist auch nicht jetzt täglich, sag ich mal so. Und ich, weiß ich habe da gar nichts mehr. Also früher hast du gedacht, mit 30, vor Karneval musst du nochmal auf den Sonnenbank. Nee? Aber es ist irgendwann vorbei. Irgendwann hat man das nicht mehr. Man nimmt auch keinen mit Verbrennung. Nee, das ist unangenehm. Das Ding steht jetzt 4 Jahre da und die Röhren wurden noch nicht einmal gewechselt. Mhm. Und jetzt haben die bestimmt nicht die Laufzeit, die eine Röhre braucht. Aber haben die auch einen Verfall? Datum, wann die nicht mehr gehen oder wann nicht? Das ist eine gute Frage, ja. Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht muss man überlegen, das ist auch platzsparend, die Sonnenbank in die Sauna. Mhm. Ja. Überlege ich noch, okay? Da wäre Gesichtsspoiler besser, glaube ich. Letztes Mal, wo ich die Sauna benutzt habe, als tatsächlich normaler, wirklich, die ist mir irgendwie heilig, dass ich da nichts unterstelle. Das ist eine Sauna, da gehört nichts rein. Aber ich habe den Adventskalender für meine Freundin da reingebaut. Ja? Und dann konnte ich immer gucken, eine Tür aufgemacht und der andere Türchen auch. schöne Idee. Ja. Und ich fand geil, wenn sie geschwitzt hat. Nein, aber. Nein. Naja, aber dafür habe ich sie benutzt tatsächlich. Ganz normal. Ja, waren die Geschenke, sind ja mehrere rein. Hast du da so einen Ofen mit Aufguss und so? Das weiß ich nicht, weil da Elektrik steht, irgendwie was. Oh, das ist. Ich sollte vielleicht keinen Aufguss sagen, ich probiere also, mal. Also, was ich irgendwann mal gelernt habe, das hat mir mal ein Freund erzählt, der das sehr erfolgreich über viele Jahre praktiziert hat. Der hat immer gesagt, wenn ich ein Mädel kennenlerne, ne, bevor es da irgendwie ein bisschen weitergeht, gehe ich mir da immer erstmal in die Sauna. Hm. Ja. Der hätte ich verloren. Ja. Naja, man steckt nicht drin. Nee, ist jetzt nicht die beste. Aber man kann ja. Wir haben einen Hometrainer. Wofür wird ein Hometrainer benutzt? Jacke drüber hängen. Wer war denn wirklich, wer hat sich denn für zu Hause oder ein Laufband? Ja. Ich war. Willst du. Du, da hinten links. Echt? Hast du ein Laufband oder einen Hometrainer? Ja. Echt? Sitzt du da drauf? Ja. Ach, ihr seid mehrere. Ja. Du, aber es ist. Aber du mal wieder einen Sattel. Aber so, irgendwann stellt man fest, all diese Sportgeräte, die man zu Hause hat, benutzt man im Grunde nie. Ich habe auch immer eine Entschuldigung. Ich war tatsächlich Mitglied auch in einem so einem Fitness nie. Ja. Einfach nur, weil ich da pissen musste. Kein Scherz, ja. Und dann, ja, sind Sie Mitglied? Ich sage, ja, Männer. Ja. Kein Schmeißer. Anne, hier bei unserem Wasserski. Hm? Und dann habe ich gesagt, komm, ich unterschreibe da, jetzt bin ich Mitglied. Ich bin aber auch in einem Schützenverein und ich bin Löwe. Ich war übrigens hier in Duisburg und schon mal. Und man denkt, ich mache Spaß. Ich bin wirklich Schützenverein-Mitglied in Wedau. Ja. Ich kann nur auf einem Auge sehen. Ich würde, der Hahn würde zurückschießen. Ja. Der würde sich kaputt lachen, dann dreht er sich. Nee, aber man macht manchmal jetzt Sachen mit, wo man sagt, ja, das ist gut. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, bist du im Karnevalsverein? Nee. Ja, siehst du? Nee. Du etwa? Natürlich. Ja. Stuttgarte. Also. 2011, wo ich auch den Comedy in dem Jahr gegründet. Mit so einer, habt ihr auch so eine Uniform? Wo man so die musste man in Köln holen. Ja? Ist das nicht, für mich ist das so, ja, wir haben in Duisburg auch einen guten Karnevalzug, der dauert sehr lange, weil wir haben viele rote Ampeln. Aber deine Uniform holst du immer noch in Köln. Okay. Ja?
Aber das, die haben doch immer so enge Hosen, ne? Die haben ja so Leggings, ne? Ja, ist ja für mich, du hast ja die Saunageschichte gehört. Nee, ja, ist für dich ideal. Rechts oder links? Mitte. Dann zieh ich durch. Julia wartet immer noch auf irgendeinen silbernen Wagen und ich kannte die Sendung nicht. Du bist mit einem silbernen Wagen irgendwo hingefahren und hast verloren. Du kennst die Sendung nicht. Ja, ja, ich habe den Namen ja, ich habe sie nie, weil ich wirklich nicht Fernsehen gucke. Ja. Und Jackie? Ja. Sag ja, ich gucke kein Fernsehen. Ich gucke keine normalen Sendungen. Aber früher? Früher auch nicht, Fußball. Ja. Als du noch gucken konntest? Ja, da war Fußball. Ja. Okay. Aber wer und... ja, Fußball eigentlich nur. Da war was war die Frage? Hockey war auch. Hockey. Nein, aber sie hat gedacht, du kommst mit so einem silbernen Wagen. Ja. Nicht Julia, wer war das? Jenny war, ne? Jenny hat gesagt, du kommst mit einem silbernen Wagen hin. Und das war wohl Kult in dieser Serie, dass du Leute wieder zusammenbringen willst. Oder hast na, nicht, Leute nur nicht nur zusammenbringen willst. Manchmal habe ich auch Leute zusammengebracht, die wollten gar nicht zusammen sein. Dann müsste ich die Sendung ja kennen. Damals. Nein, damals hätte ich die Sendung dann gekannt. Aber schau, das habe ich 18 Jahre gemacht, nur die Liebe zählt. Ja. Ne, so hieß die Sendung. Das war mir ein Begriff. Ja, nur die Liebe zählt. Das war ein Lied von denen, ich wusste gar nicht, dass die auch auf Deutsch gesungen hatten. Nee, pass auf, es gab zwei Lieder dazu. Ja. Es gab ein deutsches Lied, das hieß eben auch nur die Liebe zählt, hat Nino De Angelo damals gesungen, ne, durfte aber nicht rauskommen, dass er das gesungen hat, weil er da gerade einen Imagewechsel gemacht hatte und einen auf harten Rocker gemacht hat. Weißt du, und deswegen, er hat das nur sozusagen eingesungen, aber es durfte nie veröffentlicht werden, durfte keiner wissen, dass er das ist war. Ist das nicht Panne? Ne? Wenn ich Panne, was ne? zu erzählen habe, habe ich was zu erzählen. Das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Und er war nicht dabei. Und dann später, dann kamen wir zurück zu dem Originaltitel, weil die Sendung kommt aus Holland, da ist die erfunden worden. Und da heißt immer, sie? All you need is love. Typisch holländisch halt. Natürlich. Und da war der Originalsong natürlich auch All You Need Is Love von den Beatles. Und das war dann bei uns auch so. Und ich habe später viele Beatles-Fans getroffen, die gesagt haben, also ich habe nichts gegen dich, versaut. Aber du hast das Lied entweiht, ne? Weil kein Mensch denkt mehr an die Beatles. Das und du gingst mal Yesterday. Genau. Und das ist dann natürlich, passiert heute auch noch oft, weißt du, dass ich irgendwo hinkomme und Leute sagen, All You Need Is Love. Ja. Aber es ist schön. Es ist natürlich die Sendung, aber du hast bestimmt ja auch Kuriositäten, sag ich mal, wo ein Typ oder eine Frau gesagt hat, Mann, verpiss dich mit dem oder mit der oder was, ne? Dass die gesagt haben, ich will doch gar nicht mehr. Habt ihr da nicht recherchiert im Vorfeld? Natürlich haben wir da recherchiert. Es gab ja ganz verschiedene Geschichten innerhalb der Sendung. Du konntest ja zum Beispiel, also stell dir vor, du warst jetzt in einer Disco. Um welche Disco bist du früher gegangen? Die gelbe Elefant, wie hieß der hinterher? So, Easy. Wen fragst du eigentlich? Jemanden Betreuer oder wer macht das? Mama Comedy. Die Mutter meiner Betreuerin. Nein. Ich war gestern beim Tennisspiel. Hab dazu geguckt. Also Alzheimer hast du auf jeden Fall nicht. Alzheimer. Weil bei Alzheimer erinnert man sich ja immer noch an die ganzen Geschichten von früher. Ja. Man kann sich nur das eben Gehörte nicht mehr merken. Ja. Worum ging es jetzt? Also wie hieß die Disco nochmal, wo du früher warst? Easy. Da war, Gelbe Elefant war ich schon da drin, aber wenn ich das sage, bin ich zu alt, also war ich schon im Easy, da waren die Neuen. Also stell dir vor, du hast jetzt im Easy ein Mädel kennengelernt und dann hast du vergessen, nach der Telefonnummer zu fragen, bist nach Hause und dann hast du gesagt, so ein Blöd, so ein Mist. Ne? Und dann hast du das irgendeinem Freund erzählt, dann hat er gesagt, hey, da musst du zu nur die Liebe zählen, die suchen die für dich und finden die auch. Ne? Und dann haben wir das gemacht und dann hast du ein Videoband, ein Videotape, sozusagen ein Liebesbrief auf Video für Easy, sondern für das Mädel aufgenommen. Man kann sie so nennen. Ach, ja. Vielleicht auch so. Ja. Und dann bin obwohl sie so leicht gar nicht war. Und dann bin ich los mit dem Videoband, habe das Mädchen überrascht und habe ihr das in dem silbernen Wohnwagen gezeigt. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Okay. Aber es gab natürlich auch Leute, die haben sich getrennt und einer von beiden wollte den anderen zurückgewinken. Aber das beruhte dann eben nicht immer auf Gegenseitigkeit. Aber das hat die Einschaltquote gebracht. Naja, was man sagen muss, und das ist eben der große Unterschied, da hat sich das Fernsehen komplett verändert. Alles, was du bei uns in der Sendung gesehen hast, war komplett echt. Da war nichts erfunden und da wurde keiner vorgeführt. Das kann man nicht sagen. Was hat sich hier geändert? Ich mache das genauso. Ja. Wenn ich auf die Bühne gehe, weiß man genau, der ist gerade auf die Bühne gegangen. Ja.
Also, nein, aber ich kann mir da vorstellen, wenn irgendwie jemand. Frauen machen halt ja so, die schreiben eine Nummer auf und keinen Namen dabei. Mhm. Die können sich also nicht mehr daran erinnern, von wem habe ich die Nummer. Mhm. Dann ist so eine Sendung natürlich klar. Mhm. Ein Mann schreibt darunter Diana und schreibt den Namen darunter, damit er sich daran erinnert. Ja. Das ist dieses Alzheimer-Ding. Ja, genau. Das war die Nummer von Diana. Eine Frau hat unten in der Handtasche Sand und diese Nummern, wo sie nicht weiß, von wem. Wo kommt denn dieser Sand in Frauenhandtaschen eigentlich her? Ist dir mal aufgefallen, Sand? Dass die müssen immer auskippen, da sind immer echte Knubbel drin von Hawaii oder was. Ja, manchmal ist man froh, es wäre Sand. Ja. Nein, als Taschendieb kennt man das. Weißt du? Man sucht Kohle und findet Sand. Ja. Aber wenn ich jetzt auf diese Art und Weise jemanden wiederfinden muss, wo ich jetzt nur die Nummer habe, alles klar, aber wenn ich wieder einen zurückgewinnen muss und gehe über das Fernsehen, sollte ich doch aufhören zu sein. Ich möchte doch nicht das war auf so diesem lange, Weg. Das war ein so ein langer Satz, den habe ich nicht verstanden. Ich möchte doch auf diesem Weg keinen zurückholen. Die muss doch so auch nicht, weil Kai Pflaume mit einem silbernen Wagen da steht. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Nein, es geht aber oft darum, du hast ja vielleicht schon alles versucht und sie hat dich nicht erhört. Und jetzt suchst du ganz bewusst die Öffentlichkeit, weil du dann sagst, wenn ich es dir für so vielen Menschen sage, dann musst du mir doch glauben, dass ich es ernst meine. Ja. Soll ich dir die verrückteste Geschichte... Soll ich dir wirklich, guck mal, ich habe 18 Jahre nur die Liebe zählt. Soll ich dir die verrückteste Geschichte von allen erzählen, die ich in der ganzen Zeit jemals erlebt habe? Ne? Kai, erzähl sie. Ja, soll ich? Soll ich? Sei mal verrückt. Soll ich wirklich? Komm, Taxi warten, aber egal. Soll ich noch schnell? Mach mal. Ja? Wir sind ja gleich durch, aber soll ich noch schnell? Nee, da, glaub mir, wir sind noch länger hier. Ja. Sind wir noch 10 vor 2? Ich sag nicht, wo es war, ne? Möchte die Identitäten schützen. Ja. Sie hatte während einer kurzen Beziehungspause einen One-Night-Stand. Ne? Sie hatte einen kurzen One-Night-Stand. Dann sind die beiden wieder zusammengekommen, ne? Also ihr Freund, mit dem sie lange zusammen war, sind dann wieder zusammengekommen. Ne? Irgendwann hat sie festgestellt, sie ist schwanger. Leute, die Geschichte wird noch viel härter. Ne? Ja. So, ich mach dies auch nicht mit, weil wohl andere das kennengelernt sie haben. Sie hat aber an der Stelle so eins mal ausgeblendet, dass sie auch mal einen One-Night-Stand in der kurzen Beziehungspause hatte. Die beiden haben sich also über das Kind gefreut, was da jetzt demnächst kommt. Ne? Ja. Was sie aber noch viel mehr ausgeblendet hat, ist, mit wem sie einen kurzen One-Night-Stand hatte. Er war nicht weiß. Ja. Ja. Mhm. So, und irgendwann kam dann der Junge auf die Welt. Ja. So, und sie waren im Kreissaal und er wurde irgendwann kurz rausgeschickt, die Tasche holen. Und dann sagt der Arzt zu ihr, uiuiui, der Kleine hat aber ein sehr dunkles Säckchen. Ja, mein Mann hatte schwarze Socken an. Sie hat es knallhart durchgezogen. Ja. Er musste das Kind nicht wickeln. Ja, er musste mit dem Kind erst raus, wenn es draußen dunkel wurde. Ne? Also sie hat es wirklich durchgezogen. Ne? Bis irgendwann Freunde von ihm gesagt haben, sag mal, siehst du das nicht? Siehst du das nicht? Wie lange war der 18 schon? Also das ging aber. Irgendwann ist die ganze Nummer natürlich geplatzt. Ja. Ne? Dann hat er sich von ihr getrennt und jetzt wollte sie ihn zurückgewinnen. Ne? Ja. So, sie also Videoband für ihn aufgenommen, ich los, ihn überrascht, rein in den Caravan, ihm das gezeigt. So, dann saßen wir da. Ne? Er hat sich das angeguckt, ich saß daneben, habe zugeguckt. So, und dann hat er erstmal nichts gesagt. Und da habe ich so gesessen und habe gesagt, naja, warte ich mal. Ne? Irgendwann wird er schon was sagen. Ne? So, und irgendwann sagt er dann so, Kai, jetzt sag mal, wie soll das gehen? Ne? Selbst wenn ich jetzt mit dir jetzt nochmal zusammenkomme, ne? Ne? Ja. Und immer wenn ich das Kind sehe, dann muss ich doch daran denken, dass die mir im Schwarzen gepoppt hat. Und ich saß daneben und gesagt, da haben wir schon wieder diese Saunanummer. Ja. Ja. Nein, aber wenn du das Kind liebst. Ja, aber genau darauf wollte er hinaus. Ja. Also ich hab tatsächlich nie für eigene Kinder gesorgt. Ich habe immer nur andere Kinder mit großgezogen, weil ich auch ein bisschen Respekt davor hatte, Vater zu werden. Wie man wirklich, der alte Spruch, man darf einen Führerschein machen, man muss dafür üben und so weiter, aber Vater werden kann jeder. Das kann jeder. Und ich selber habe mir nie zugetraut. Ich bewundere bei meinem Vater, bei meinen Eltern an sich,
weil ich genau weiß, wie unser Weg hätte laufen können. Drei Söhne, die alle auf ihre Art und Weise Scheiße im Kopf hatten. Ja, ja, der eine macht das, der andere das, aber jeder hatte mal eine Idee, wo alles in die falsche Richtung gehen konnte. Und das wollte ich mir selber nie antun. Okay. Ja? Jetzt habe ich aber eine junge Freundin, die ein Kind haben will. Und jetzt kommst du. Merkst du was? Ja, keine Vorbereitung, ja. Nicht recherchiert. Was meinst du mit jetzt kommst du? Suchst du einen Leihvater oder nein, was? Wo, ja? Ja? Kannst du wie's Pate werden? Ja? Ach so. Ich hatte jetzt kurz Sorge, du suchst einen Spender oder was? Ja. Ja, da. Jetzt habe ich. Renn hier mal keine offenen Hosen an. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich. Jetzt habe ich den Job als Begründung, ich habe doch keine Zeit. Ist wie mit dem Hund. Habe ich keine Zeit für ihn. Ich habe Katzen immer gehabt. Ich liebe Katzen. Katzen können. Ich wohne bei denen. Alles klar. Ich habe nur einen Schlüssel und kann die Dose aufmachen. Aber mit dem Hund musst du anrufen, dürfen die mit ins Hotel, kriegen die auch eine Karte und so weiter. Ja, Katzen reisen nie mit, das ist eigentlich unfair, ne? Ich hätte Katze, eine ist leider dieses Jahr verstorben, der hätte, Spencer wäre mitgereist, 100%, er hätte auch gegrüßt morgens. Morgen, ist kein Scherz. Aber Katzen haben ihren eigenen Kopf, deswegen kommen sie mir sehr nah als Tier. Ja, ein Hund frisst immer noch weiter, obwohl er schon lange satt ist. Ne? Nur, es gibt auch Hunde, wo ich denke, ach, den würde ich gerne haben. So Schäferhunde oder irgendwie sowas. Nur, die müssen ja erlaubt sein. In dem Hotel, ich bin auf Touren. Das stimmt. So, da müssen die bewegt werden. Die sitzen im Auto. Sie haben wahrscheinlich keinen Führerschein. Nein, aber du musst ja mit denen bewegen und da hätte ich keine Zeit für. Das würde ich dann im Rentneralter machen, aber als so Comedian hast du ja so keinen Rentner. Dann brauchst du auch so einen Tourbus. Du wirst auch nie Rentner. Ist dir mal aufgefallen, dass du mit deinem Job nie Rentner wirst? Nee, das ist ja das Schöne. Ja. Du kannst ja, ich kann das machen, bis ich 80 bin und dann tschüss. Das Schöne ist ja, da hast du sogar noch ein bisschen leichter als ich, weil du kannst es sogar alleine machen. Mit dem Schusswaffe oder was? Nein, aber... Mein Auftreten, meine ich. Nicht alleine zu Ende bringen. Nein. Nein, du kannst alleine auftreten. Das ist auch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die für mich, weißt du, wenn jetzt irgendwann gar keiner mehr Bock auf mich hat, ja, weiß ich nicht, ob die für mich so ein Studio aufsperren und das Licht einschalten und da Kameras hinstellen, nur dass ich da ein bisschen rummoderieren kann. Was wäre denn deine Richtung, wenn du jetzt nicht moderieren würdest, wo du weißt, du musst alleine auftreten und du moderierst dich? Wäre das Comedy, wäre das Musik? Was würdest du dir selber zutrauen? Oder vielleicht auch vorlesen, dass du Bücher schreibst und machst eine Leserunde, machen auch viele. Ich glaube, das ist das Einfachste. Einfach das vorlesen, was ich irgendjemand anders... Und sprichst dann darüber oder er was erlebt ist. Wie du zum Beispiel über die Liebe zählt ein Buch drüber schreiben. Ja, nee, ein Buch schreiben werde ich nie. Komm. Warum? Was soll ich da reinschreiben? Ach, mach doch mal jetzt. Nee. Für mich. Ich glaube, was ich machen würde, ich würde so Hörbücher zum Einschlafen würde ich aufnehmen. Du hast die Stimme dafür, tatsächlich. Ja. Nein, doch, es geht... Auch das Temperament. Wir hatten hinten das Thema, so wegen Moderation und so, und dass du die Augen zumachen kannst, bei manchen zum Beispiel Moderatoren, und du hörst an der Stimme sofort, wer das ist. Und manche haben eine so durchdringende Stimme, dass du nach zwei Worten schon weißt, das ist Dieter Thomas Heck oder das ist Kai Pflaume oder Erwin. Es gibt auch welche, nichts gegen Herrn Kerner, super in Ordnung, aber bei dem musst du Schwung holen. Und nach einem Satz oder nach zwei Sätzen, der Kerner. Ah. Ja? Der hat einen anderen, den machst du nicht nach. Du hast so ein bisschen Peter Maffay, ein bisschen mit drin. Ja, natürlich so. Aber Peter Maffay nur so ein kleines bisschen. Dass er so ein bisschen gedrückt ist, wo du genau sagst, wenn du jetzt ein Hörbuch sagst, Ulrike war gerade 27 geworden. Weißt du? Und du denkst, das wird ein Porno. Nein, es ist ein John Grisham. Ja? Nein, aber die Stimme hast du dafür. Weißt du, was lustig ist? Ich habe ganz am Anfang, als ich mit Fernsehen angefangen habe, ich habe nie irgendwie ein Moderationstraining oder irgendwas gehabt. Ja. Aber ich habe mal so eine Frau, so einen Coach an der Seite gehabt. Und mit der habe ich eine einzige Übung gemacht.
Und da ging es darum, einen Text, ne, ganz unabhängig vom Inhalt, in ganz vielen unterschiedlichen Stimmungen zu lesen. Ja. Also aus sehr lustigen Andere Text Betonung zu lesen und so weiter. Ja. Und das war eine gute Schule. Ne? Ja. Und die hat damals zu mir gesagt, du kannst viele Sachen machen im Fernsehen, aber keine Nachrichten, weil wenn du noch so ernst liest, deine Augen lachen immer. Ja. Das kann man natürlich, habe ich dann irgendwie mal im Spiegel mal geguckt, aber... Boah, ich weiß gar nicht, wie er hieß. Und jetzt Fährunglück in Bangladesch. Wie hieß er noch? So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Man kann negative Sachen auch positiv. Nein, ich könnte tatsächlich, ich rede sehr undeutlich, das weiß ich. Ich mache sogar noch einen Gag daraus, wo ich noch undeutlich spreche, weil ich zu schnell spreche. Was hast du gesagt? Ja, siehste. Aber man wird mich auch nie, glaube ich, für einen Film holen, da ich irgendwas synchronisiere oder irgendwie sowas, weil ich eben, ich nuschel auch mal gerne oder sag so, gib mal was zu trinken dabei oder was. Nein, aber... Was lustig ist... Wenn ich alleine wäre zu Hause, und da kommen wir zu alleine, würde ich es glasklar erzählen. Nur, verpisst euch mit irgendeiner Regie oder jetzt, ein, zwei, wo sind die drei? Weißt du? Wovon, du sprichst jetzt von den Kameras. Ich sag, insgesamt, wenn ich so ein Hörbuch aufnehmen würde, dann hast du ja auch jemanden, der aufnimmt. Der ist ja in so einer Scheibe. In so einer Spreche, In der Kabine drin. So, nein, ich alleine. Ich drücke den Knopf. Man sieht vielleicht sogar, wenn man das gleichzeitig mit dem Video aufnimmt, wie ich mich auf den Stuhl setze. Dann kann ich erzählen. Verstehe. Ich kann auf der Bühne vor tausenden von Leuten auf der... Aber sowas, was sind wir? Ich sollte... Ja, vor tausenden von Leuten, wir wollen mal nicht übertreiben. Ne? Also, da waren zwei. Ja, deswegen. Ne? Ich sollte Jim Knopf erzählen. Aber mir haben sechs Leute dabei zugeguckt. Ja. Also, war das Hörbuch oder Synchronisation? Ne, es war für... Wir haben heute Kindertag. Ihr wisst nicht, wann das hier gesendet wird übrigens. Ja, aber wir haben heute den Weltkindertag. Heute ist Weltkindertag. Ja, und für eine Aktion sollte ich, glaube ich, letztes Jahr aus für 3-4 Minuten aus dem Jim Knopf vorlesen und so weiter. Und das geht nicht. Ich würde das so machen. Okay. Ja? Also ich würde die Geschichte neu erfinden. Ich Lummerland gibt es nicht. Weißt du so, ne? Nein. Ja. Ich würde es schön erzählen. Ich würde sagen, ja, Lummerland ist schön. Zwei Hügel. Eine Insel mit zwei Bergen. Ja, kannst dir gar nicht vorstellen, was da abgeht. Ja, früher war da mal eine Diskothek, das easy heute. Nein, aber ich könnte, wenn ich einen Text bekomme, kann ich damit nichts anfangen, weil ich so nicht rede. Hast du schon mal irgendjemand synchronisiert? Nein, kann ich auch nicht. Auch nicht? Nein, ich kann nur... Also. Ja, aber guck mal, wenn das so irgend so ein Tier in so einem Animationsfilm ist. Eine Qualle. Lurch. Hast du schon mal was synchronisiert? Ich habe einmal was synchronisiert. Der Film hieß Die Unglaublichen. Das ist ja unglaublich. Ja, und du weißt, was ist wirklich unglaublich an der Geschichte war? Ich habe einen Superhelden gesprochen, also war ja die ganze Familie von Superhelden, da war Barbara Schöneberger, war die Mutter in der Familie, Markus Maria Profittlich war Mr. Unglaublich und ich war Frozone und ich war der schwarze Superheld. Ja. Ja. Und ich habe größten Spaß immer an dem Gedanken gehabt, dass ich überlegt habe, da haben irgendwelche Leute, das war ein Disney-Film, die haben dann da alle zusammengesessen bei Disney und dann kamen die irgendwann zu Frozen und haben gesagt, okay, wer spricht den Schwarzen? Ja. Ne? Und dann hat irgendeiner am Tisch gesagt, der Pflaume. Ja. Ja. Und weißt du, wer das im Original gesprochen hat? The Plum. Ja, genau, The Plum. MC Plum. Ja. Ja. Christopher Plum. Ja. Und weißt du, wer das im Original gesprochen hat, in Frozen? Samuel L. Jackson. Ja. Boah, du bist... Ja. Und pass auf. Ja, das ist ein guter Burger. Und der deutsche Synchronisierer... Und dann habe ich den synchronisiert. Ja. Und dann irgendwann im Jahr drauf, bei der Bambi-Verleihung, habe ich Samuel L. Jackson getroffen. Ja. Ja, und da bin ich hin und habe gesagt, Mr. Jackson, nice to meet you. Ja. I have to tell you a story. Ja. Because I'm the German voice of Frozone. Ja. Weißt du, was er gesagt hat? Ja. Mhm. er hat gesagt, mhm. Und ist gegangen. Hat sich umgekehrt. Dann hätte ich reagiert. Der war richtig. Ich gesagt, I've got a German joke. I've got Morgan Freeman. Ich habe morgen frei.
Ja, da war richtig bei. I'm the Umbrella Master, ich bin nie der Schirmherr. Du bist der Schirmherr von der Krebshilfe. Ne? Glaub mir, haben die, dass die noch nicht angesprochen haben. Denn wir haben hier Krebs gegen Krebs gespielt. Meine beiden Brüder und ich, die beiden machen Musik, ich mache eben ein bisschen Unterhaltung. Und dann haben wir für die Krebshilfe hier drüben ist eine Sporthalle, sag ich mal so. Da haben wir auch eine Bühne drin stehen und da haben wir ein bisschen dafür gesammelt. Wenn man schon den Nachnamen hat, dann. Absolut. Ja, obwohl meine Familie, wo mein Vater groß geworden ist, im Frankenland, ich habe gesagt, ja, die haben gefragt, wo kann man dich denn im Internet finden? Und ich sage, ja, unter Markus Krebs, und die gucken mich alle an. Das heißt Krebs! Wirklich so. Ja, die sprechen anders aus. Ne? Ja, aber dann haben wir das da gemacht und ist gut gelaufen, tatsächlich. Ja, aber ein anderes Thema. Ne? Asbach, Prost. Zum Wohl. Hast du noch jemanden kennengelernt außer Morgan Freeman? Hast du Pink kennengelernt mal? Pink? Ja. Nee, aber Elton hat Pink kennengelernt. Musst du den mal einladen, der kann dir da was zu erzählen. Elton ist, war bei mir in Hamburg und haben nicht nach Pink gefragt. Scheiße. Der war beim Auftritt in Hamburg damals. Ich habe Will Smith hab ich kennengelernt. Klasse. Boah, wie unlustig ist Will Smith. Ich gucke schon immer, was Will Smith? Mein Gott, ist genauso, wenn über Steve Urkel lacht. Boah, der Tod, wirklich, also ich kann über Steve Urkel doch nicht lachen. Der hat auch nie wieder eine andere Rolle gekriegt. Nee, das stimmt. Warum geht Ed O'Neill hin und ist nicht mehr El Bundy? Ja, aber das ist ja manchmal so, dass Leute ja das, was sie dann sind, wofür sie dann so berühmt sind und so, womit sie so erfolgreich sind, wollen sie dann nicht mehr sein. Ja. Ja. Weil sie das dann irgendwie... Ich bleib Markus Krebs. So. Mhm. Bleibst du auch, Kai Flaume? Ich bleib auch ich selber. Ja, ja. So. Da kommt man... Weißt du, was du bei mir mal machen kannst? Wenn du irgendwo mit dem Auto oder irgendwo hinfährst, bring mir mal so einen Scheck von diesen Dingen da. Wo von du der Postcode-Lotterie? Ja, so bring da mal. Da spiele ich nämlich mit. Ich kriege immer 4x10 Euro bei 4 Loser. Das geht gar nicht. Man kann gar nicht wieder 4 Loser haben. Ich kriege 4x oder 3x. Hallo, sehe ich nur auf einem Auge und muss dann anders zählen. Weißt du schon, dass ich die Regeln kenne, ne? Man kann nämlich nur 3 Lose haben. Ja, genau. 3 Lose habe ich Geschenke bekommen und da spiele ich immer und muss das jetzt selber verlängern, weil das nie bezahlt wurde. aber da kommt kein Pflaume und bringt mir... Doch, wenn du... Was ist der Höchstsatz? Naja, momentan ist es 1,4 Millionen im Monat. Also geht doch, kannst du ein belegtes Brötchen für holen. Ja, ja. Und weißt du, das unterschied. Kannst du fast volltagen mit. Ja, kannst du fast einmal richtig. Ne? Einmal hier, Duisburg-Gladbach. Ja. Gut, 2 Stops. Ja, bist du dabei? Wohnst du in Gladbach? Nee, ich wohne in München. Richtig. Echt? Wohnst du so weit bist du oder bist du jetzt hier nur, weil in Hamburg was ist? Du arbeitest in Hamburg. Viel weiter kannst du in Deutschland nicht haben. Du arbeitest mit dem Elton und mit dem Hohecker in Hamburg und wohnst in München. Ja, wir sind jetzt hier in Duisburg, oder nicht? Richtig, Mitte? Ja. Nein, merkst du was? Ja? Ja. Wolltest du kommst du denn gerade her? Ja, wolltest du gerade gucken, ob ich noch wach bin? Nein, oder ja? Wo kommst du gerade her? Vom Flughafen. Aus München? Auch, ja. Ja. Erst München, dann Düsseldorf. Jetzt Duisburg. Im Mettmann umgestiegen. Also nee, ich bin wirklich... Also bist du wegen mir jetzt hier? Ja, nur wegen dir. Leckofagel. Ja. Ja, nice. Und Freunde, eins muss man auch noch dazu sagen. Ja, Anreise habe ich selber bezahlt. Ja. Echt? Nicht bezahlt worden? Kriegst du hier einen Kürbis wieder. Echt, was kostet denn so ein Flug, wenn Streik? Weiß nicht, irgendwie mit Kreditkarte. Ach, du bist mit dem Auto selber, stand drunter, selber Anreise, darfst du nie machen. Nee. Tu so, als ob du, aber fahr selber. Ja, aber. Ich bin neu im Geschäft, deswegen. Ja. Nein. Aber ich sag mal, bei den Honoraren, die ihr hier zahlt, kann ich auch die Anreise übernehmen. Hast du hier ein Hotelzimmer für die Groupies? Nee. Gar nicht? Nee, überhaupt. Hast du Groupies? Doch, das ist spannend, weil ich habe nie wirklich, also sowas habe ich nie erlebt. Hast du das mal erlebt, dass du von der Bühne kamst? Ich fand mal eine geil. Ich sag so, gehst du wieder aufs Zimmer? Nee, Markus, lass. Das war... Ja, ich habe da T-Shirt vorhin, Publikum geschmissen. Nein, aber ich habe wirklich solche Erfahrungen nie. Also wenn einer sagt, ja, ich habe ein Groupie mit auf... A, ist es gut? Krankheiten...
Skandal. Ja, alles weißt sowas. Andreas-Türk-Syndrom. Wo dann hinterher nur so klein steht, der war das nicht. Aber seine ganze Karriere am Arsch. Ja, und das dann musste er wieder, ne? Und er verliert alles, weil irgendein, ich mach mal rum hier. Tragische Geschichte. Ja, ja. Mhm. Ja, ist ja, ja wirklich so. Ja. Nee, damit ich da gar nicht reinrutsche, sehe ich so aus. Aber habe ich nie. Du, das ist das Ding, ne? Du siehst nämlich, ja, ich kenne dich ja noch von früher, weil du siehst ja eigentlich richtig geil aus. Ne? Und dann hast du irgendwann für dich beschlossen, nee, das mit den Groupies will ich nicht. Und dann hast du angefangen, die Haare wachsen zu lassen. Und dann kam der Bart. Und nee, ist falsche Reihenfolge. Hast du mal lange Haare gehabt? Ich hatte mal lustigerweise mit 18, ne, hatte ich mal so blonde Locken. Da rannte aber auch noch in Düsseldorf rum. Da war ich noch in Leipzig. Da war ich noch. Das hatte ich mal diese Tür. Ach ja, du bist ja. Du wolltest ja 95 noch flüchten. Ich bin. Da bin ich aus Frankfurt nach München geflüchtet. Ja. Das andere war früher. Welche Musik hörst du? Hä? Was ja, wegen lange Haare. Ach so. Ich wollte jetzt sagen, was sind das denn jetzt für Themensprünge? Du musst auch mal Sprünge machen. Ja, du stellst Multiple-Choice-Fragen. Ja. Boah, habe ich da drüber gesprochen. Ja! Also es gibt Antwortmöglichkeiten. Und dann fragst du mich, wie ich von einem Höchstgen aufs Töchstgen komme? Ja. Welche Musik hörst du? Ja, was sind denn jetzt die Antwortmöglichkeiten? Ja, A, Heavy Metal, B, Hard Rock oder C, Emmett Hartes. Also, wir sind ja ganz kurz, um die eine Geschichte fertig zu machen. Ich hatte mal blonde Locken. Boah, ist ja fünf Jahre her, die Frage. Ja. Und echt, blonde Locken? Ja, das war beim Friseur so richtig so mit Lockenwickeln. Das war so Mini-Pli, weißt du, die Fußballer hatten das ja auch zu der Zeit. Stimmt. Das war total angesagt. Ja. Ne? Und dann Panini-Heft damals. Ja, und dann hatte ich das neu und dann kam ich am nächsten Tag in die Schule und die Mitschüler, die hatten eigentlich gar nicht so ein Problem mit, aber mein Mathelehrer, ja, der war völlig durch. Der konnte sich die ganze Stunde nicht konzentrieren. Ja, der hat mich immer nur angeguckt. Und dann kam ich am Ende der Stunde bei ihm vorbei und sagte, Herr Pflaume, ich muss Sie mal was fragen. Ne? Ja. So, Ihre Haare, ne? Sitzen Sie da so richtig so mit Lockenwickler im Haar beim Friseur? Ne? Ja. Dann habe ich gesagt so, ja. Und dann, aha. Hm? Ja. Das konnte er nicht beschreiben. Ich glaube, auch meine Mutter sagt immer auch zu mir, schneid dir die Haare. Und habe ich jetzt gesagt, nee, da kann ich ja. Ich würde dadurch die Figur verlieren, in der ich schlüpfe. Und seitdem wird es akzeptiert. Okay. Ja. Sie hat aber auch gesagt, du machst jetzt Comedy, dann können wir dich ja weiter finanziell unterstützen. Nein, aber, das ist wirklich so, mal gucken. Aber ich habe wegen der Musik die Haare lang und ich habe Bumskopf halt. Mhm. Nur hier oben Geheimratsecken, die gehen zum Nacken, das ist fürchterlich. Also das ist. Aber du könntest ja auch was von hinten nach vorne kämmen. Ja, aber die Rückenhaare bleiben da, wo sie sind. Ist ja nicht schön, wenn man auf jeden Pott einen Deckel hat. Total. Ne? Schön. Ja, aber naja. Man muss auch ganz ehrlich sagen. Allein, dass er, ich glaube, so, hast du schon mal so ein lockeres Interview gehabt mit irgendjemandem, den du nicht so magst? Wo du sagst, ach, München ist auch gut. Das ist lustig. Ist München nicht zu langweilig? Nee, gar nicht. München ist toll. München ist ja so diese. Ja, aber doch nur die zwei Monate, wo dann, sag ich mal, Biergärten auf sind ohne Wespen. Ach so, meinst du? Ja. Ja. Es kommen ja irgendwann Wespen ab, sag ich mal, Ende Juli bis September sind Wespen da. Heißt aber, von Mai bis Juni hast du eigentlich eine schöne Zeit. Ja, aber guck mal, ich bin ja 89 aus der DDR extra in den Wespen geflüchtet. Wollte ich nur sagen, wir hatten eine Trennung in unserem Land. Für die Älteren? Oder ja, für wen erklärst DDR du das jetzt? DDR hieß damals Deutsche Demokratische, warte, Demokratische, ne, ich kriege nicht. Und dann haben irgendwelche Menschen entschieden, ja, auch vor kürzlich verstorben, aber der Gorbatschow. Aber wem erzählst du das denn? Das wissen doch alle. Nein, es geht darum, dass Scorpions seitdem scheiß Musik machen. Ach so. Als Heavy Metal Fan, glaub mir, Wind of Change ist die Waffermannenschläfen, wirklich. Ach so. Das war gerade der. Und ich glaube auch nicht, dass Klaus Meine so gut pfeift. Kann ich mir nicht vorstellen. Jeden Abend so gut pfeifen, dass ich das. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Was spielst du für ein Instrument? Hey, leider. Ich spiele leider überhaupt, das muss ich wirklich sagen, das ist so ein schwarzer Fleck in meinem Leben. Ich spiele leider kein Instrument. Ich hätte so gerne ein Instrument gelernt. Welches am liebsten? Am allerliebsten. Klavier. Nee, Gitarre. Gitarre, aber ja, die kann man besser mitnehmen. Nein, weil man vorne steht. Ich spiele Schlagzeug, das Learning by Doing, das kann ich. Möchte aber Gitarre, das kann ich nicht, aber da stehe ich vorne. Beim Schlagzeug bis am Arsch und keiner guckt. Ja, aber nee, worauf ich aber hinaus wollte, die Gitarre, und das wissen wir ja heute, es gibt ja nichts Einfacheres, um Mädels rumzukriegen, als ein Typ, der Gitarre spielen kann. Ich dachte, Bass? Waren die Bassisten nicht immer die einen am Helm haben? Ja, aber das ist jetzt ja nicht so weit voneinander entfernt. Ja, aber Gitarre ist richtig, wenn du so ein Slash spielst. Ich sag mal jetzt, der Bass am Lagerfeuer ist jetzt eher selten. Der war bei mir im Lagerfeuer, aber... Aber hast schon recht. Weißt du, der Typ, aber als Schlagzeuger lernt sich keinen kennen. Nee. Ist auch schlecht so. Oder für. Klavier, dann lernst du eine kennen, die dann sagt, ah, ich habe aber manchmal auch Depressionen. Spiel nicht dann sowas zieh dich wieder an, mein Gott. Spiel nicht sowas Trauriges. Nee. Aber ich wollte, also Gitarre wollte ich gerne lernen. Was ich später, wenn man mich ein bisschen später gefragt hätte, hätte ich noch gesagt, Trompete oder Saxophon. Echt? Das finde ich zwei richtig gute Instrumente. Saxophon, glaube ich, dass du was rüberbringen kannst. Mhm. Trompete ist mehr Wachen. Mhm. Wegruf, Wachruf, sowas. Aber Leute, die richtig gut Trompete spielen, also Jazz-Trompete und so. Es ist ja so, Ska-Musik, Punk wird viel mit Trompete gemacht, da passt da auch rein. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn einer, ein Saxophonist, der das richtig kann, und der kann ja nach vorne auch gehen. Der muss ja nicht so und nacken, sondern er kann ja auch Gas geben. So ein Kenny G, weißt du, so ein Ton. Bestimmt. Ja. Aber ich konnte... Es gab aber einen ganz simplen und auch ein bisschen traurigen Grund, warum ich all diese Instrumente nicht lernen konnte. Du bist verheiratet. Ich sehe gerade den Ring. Ja, die Hand war schon die richtige Richtung. Ja. Mir fehlt ja ein Stück Finger. Ah, wobei? Guck mal, merkst du die Stille? Ja. Oh Gott. Das ist beim Trompetenspielen passiert. Stimmt. Nee, ist beim Flötespielen passiert. Ja. Die ist halt quer. Weißt du, wo das passiert ist? Daran? Da war ich 2 Jahre alt. Und du warst schon Schreiner. Ja. In der DDR wurde früh gearbeitet damals. Die anderen Kinder hatten Kaufladen, ich hatte so eine kleine Kinderschreinerei. Da war kein Chemiebaukasten hatte. Es war 69, meine Eltern haben mir eine Kreissäge zu Weihnachten geschenkt. Das war das Einzige, was es gab. Wir hatten ja nichts. Gab ja nichts. Wir hatten nichts außer der Kreissäge. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber noch nie so einen Spaß dabei gehabt. So, ich habe einen Finger verloren. Also, erstmal hier, Kai, Prost. Schön. Ich sing aus der falschen Seite wieder raus. Ach, genau. Da geht wieder. Um jetzt ganz kurz fertig zu erzählen. Ja, erzähl doch mal. Ich habe mir den Finger an der Tür abgeklemmt. Also ja. Die Tür war angelehnt und ich habe in den Schlitz gefasst, wo ich das Licht gesehen habe. Und es war die Seite mit den Scharnieren. Und ich hatte den Finger drin und von der anderen Seite hat jemand zugemacht. Ja. Da sind wir Brüder im Geiste. Ich kann mehr als eine Seite nicht schreiben, wirklich, weil ich mal diese beiden Sehnen durch hatte. Und eine ging sogar, siehst du, so, und die Narbe geht bis da, durch die Scheibe. Mhm. Ah.
Ja, richtig. Hm. Das hat bestimmt auch wehgetan. Die Massage ein halbes Jahr, wo ich auch, und die Beleidigung, wo ich mit links schreiben musste, in der Schule. Hm. Hast du da Massagen gekriegt? Da kriegst du Unterwassermassagen, damit der Arm wieder... So Handmassagen oder so. Sagen wir mal ehrlich, beim Sex, wenn du mit links denkst, da liegt jemand da. Also musst du... Du brauchst die rechte Hand schon. Ja, ist so. Ja. Nein, aber beim Schreiben ist sie enorm wichtig. Ja. Und ich schreibe eine Seite und dann muss ich wirklich so ausschütteln. Also für mich ist ein Computer deswegen eine gute Erfindung. Okay. Ja, guck mal, ich hab ansonsten brauche ich das nicht. Ich habe tatsächlich irgendwann, das mit dem Schreiben war bei mir auch ein Riesenthema, ne, weil wenn dir die Fingerkuppe fehlt, dann kannst du den Stift nicht richtig halten. Und ich schreibe deswegen mit dem Mittelfinger. Also ich halte den Stift mit dem Mittelfinger. Und du weißt gar nicht, wie viel den für was. So. Ja. Aber weißt du, was ich später festgestellt habe, ja, was wirklich ganz praktisch ist, ne, wenn du hier in der Kneipe bist zum Beispiel, kannst du ja zwei Bier. Ne? Ja. Ich kann aber auch Bier und kurzen. Du darfst in England nicht bestellen, Emmy, dann heißt das, ist das was Versautes. Ja. Ist das so? Ja, ist wirklich so. Man darf in England, war einer hier in England schon mal, man darf so nicht zwei bestellen, ne? Das ist irgendwie so, das darf man nicht. Ne? Kriegst du mal auf die Fresse, aber nicht zwei. Okay. Oder kriegst mal in die Fresse und weißt warum. Okay, ja, genau. Okay. Ja, das ist, wenn du alle Sternbilder kennst, nur weil du so oft auf die Fresse gekriegt hast und oft gelegen hast. Kai, irgendwann wird auch mal die schönste Unterhaltung zu Ende gehen. Mhm. Wir haben aber noch eine Stunde. So! Mhm. Ich kann noch eine Weile machen. Nein, du musst doch noch nach Düsseldorf über München und so. Nee, ich muss heute Abend nur noch nach Köln. Nur noch nach Köln. Hm. Das darfst du in Köln aber auch nicht sagen. Ich muss nur noch nach Köln. Doch. Ich habe sogar, weißt du, dass ich Kölner Vorfahren habe. Es gibt in Köln die Hermann-Pflaume-Straße. Das ist mein Urgroßvater. Es gibt auch die Krebsgasse und das ist kein Scherz. Ja, ist wirklich so. Ja, ja. Aber meinst du, ich mache deswegen Welle? Ja. Ein schönes Schusswort. Ja. Aber guck mal, das ist auch geil. Ne? Ja, du willst noch verabschieden. Ich wollte es noch kurz sagen, weil das ist mir wichtig, ne, Familiengeschichte. Ja. Der Hermann Pflaume, der war Stadtarchitekt in Köln. Mhm. Und der hat unter anderem zum Beispiel das ganze alte Kolonia-Haus gebaut. Ne? Und das Stadtarchiv auch? Mhm. Ja, war ja nicht Statiker. Gibt doch keine Vorlagen. Nee, das stimmt. Ja, aber hat er da wirklich gearbeitet? Ja, ja, und deswegen hat er da im Architektenviertel gibt es die Straße, die nach ihm benannt wurde. Ja, mein Onkel, leider auch vor kurzem verstorben, aus Städten der Wolf, der hat in der Residenz in Wolfsburg mit bei den Holzarbeiten gearbeitet. Mhm. Ja, so ist das immer, das sind Techniker. Und Vater wollte eigentlich immer, dass wir auch sowas machen. Er hat Hast du eigentlich mal was Richtiges gelernt? Ja. Was denn? Ich kann Mau-Mau. Nein. Hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung? Ich habe Kaufmann großen Außenhandel gelernt, 2,5 Jahre nur gebraucht, weil ich vorher meinte, ich müsste was anderes machen und bin mittendrin eingestiegen, aber ich war sogar mal Baumarktleiter und das innerhalb von 4 Jahren vom Verkäufer zum Baumarktleiter. Jetzt kommst du. Das finde ich aber gut. Nur, das ist aber hier. Ja, nur weil die Firma Götzen pleite ging. Mhm. Ja, die Firma ist pleite gegangen, alle sind abgehauen, ich war halt noch da. Okay. Nein, ich hab viel gemacht, aber ich glaube, das, was ich jetzt mache, werde ich für immer machen und ich glaube, du auch, oder? Ja, wir machen das einfach zusammen. Wir machen, wir beide, weißt du, und das ist ja immer gut, wenn man zu zweit ist am Ende. Ja, bleibt einer übrig. Dann bleibt einer übrig. Einer bleibt am Ende übrig. Ja. Ich hoffe, dass ich bald wieder bei euch sein darf. Ihr hattet einmal angefragt, das war aber so ein Fax, also etwas älter schon. Mhm. War eine Briefmarke drauf. Du wirst also nochmal kommen. Sehr gerne, ja. Mhm. Und Elton und ich müssen da irgendwann unsere Erfolge nachholen. Mhm. Ja? Nee, Elton ist wirklich, was Herr Elsner über ihn sagt, ist so dermaßen bodenlos. Ja, aber ich glaube, ich möchte gar nicht meine Altersmilde immer mal sehen, was ich dann sage. Ja, ein Fips Asmus hat über mich auch nur geschimpft. Zu Recht. Aber ich hätte ihn gern kennengelernt, sei ganz ehrlich. Ja, ne? Und Herr Elsner sollte über den Elton nicht so sprechen, finde ich. Nee, aber ich glaube, er ist ja auch ein bisschen falsch verstanden worden. Ich kenne Frank ja wirklich auch ganz gut und ich habe das auch zwischen den Beinen, ich bin mit meinem Caravan los und dann habe ich die beiden jetzt auch. Das ist
Das ist ja ein wunderschönes Schlusswort. Heute hier in Duisburg-Bissingheim bei 33 Grad im Schatten. Und es ist nur Schatten hier. Kai Pflaume, danke dir. Sehr geil, sehr geil.